Hallo miteinander, ich bin Reto Hauser von der Firma Comenda und ich stelle euch heute Cresta E-Bikes vor. Sehr aus dem Neo Plus macht so richtig Spass, weil man so richtig sportlich E-Bike fahren kann. Durch seine Mountainbike-Geometrie ist es agil und lässt sich durch Kurven wie auf Schienen fahren. Man hat in der Rahmenkonstruktion darauf geachtet, dass der Schwerpunkt tief ist, dass der Hinterbau kurz ist, mit einer Steckachse und aufs allgemeine Rahmengewicht. Das führt zu den Eigenschaften von dem E-Bike bei. Zero Neo Plus kann man haben mit einem Bosch Performance CX Motor, 25 Stundenkilometer. Man kann es aber auch haben mit einem Bosch Performance Speed Motor, 45 Stundenkilometer. Wenn man 25 km/h Variante wählt, ist Standard 500 Wattstunden Akku drin, wo unten im Rahmen innen ist. Man kann optional auch einen 625er Akku haben. Bei der schnellen Version ist bereits eine 625 Wattstunden dabei. Wenn Sie den Akku laden wollen, dann können Sie den rausnehmen, indem Sie die Aluminiumplatte hier wegnehmen und dann am Griff den Akku bequem heben können und dann können Sie den Akku laden. Möchten Sie aber nicht den Akku rausnehmen, dann können Sie auch via Ladeboxen, die hier auf der linken Seite ist vom Velo, bequem am Velo laden. Wir haben zwei Schaltungsvarianten. Wir haben eine Kettenschaltung Deore, 10 Gang, und eine SLX-Schaltung, 12 Gang von der Shimano. Die allgemeine City-Ausrüstung mit Schutzblech, Gepäckträger, Ständer und Licht ist jetzt besonders zum Beispiel auch der Ragtime-Gepäckträger, wo Sie Körbchen, Case oder Taschen können dranhängen. Sie haben aber auch ein Bügel, um ein Jäckchen darunter zu klemmen. Für die Sicherheit sorgt auch noch das gute LED-Licht hinten und vorne, falls Sie mal in die Nacht reinkommen oder das Velo auch in der Nacht brauchen. Ebenfalls für die Sicherheit sind Shimano-Scheibenbremsen, die hinten und vorne montiert sind. Jetzt habe ich Ihnen die wichtigsten Future von der Cresta E-Bikes zeigen und ich wünsche mir, dass Ihnen das bei eurem Kaufentscheid helfen tut. Adieu miteinander.